Das ist ja ein Ding. Verzeiht mir, ich bin ein Zwerg. Ich bin nicht so viel mit Schiffen und so unterwegs und habe da nicht so eine Ahnung. Wer ist denn da gegen wen ins Feld gezogen? Das war ein Angriff der, nun ja, der Blutigen See. Ein Angriff der Blutigen See gegen die Perikumer Flotte, die ausgelaufen ist. Und dabei haben wir viele Schiffe verloren. Die Aranier hatten noch versucht zu helfen, aber sind wohl gescheitert. Ja, ein Ding. Uiuiui. Nun, dann müssen wir mit Rondrigan sprechen. Aber ich denke, morgen kommen wir dann wieder. Und dann bekommt ihr diese Bestellung. Bestellurkunde war es, nicht wahr? Sehr wohl. Wollt ja, dann noch einen schönen Abend. Oder nicht? Nein, nein, wir haben genug. Dann mach keinen Ärger, Großer. Du auch nicht, Kleiner. guckt so ein bisschen verwirrt zu dir runter, meinte dann eher Rafim und ja, dann würde er euch entlassen aus dem Gespräch. Kann ich in meinem Kopf einmal durchplanen? Die haben jetzt ja, zumindest nach meinem Verständnis, für die gesamte Stadt von woanders Wasser geholt, richtig? Dass sie verkaufen. Ja. Ich halte mich ja selber für einen hochkompetenten Söldnerführer. Dementsprechend müsste ich ja unbedingt ungefähr wissen, was verbrauchen 100 Mann am Tag an Wasser. Dann, wenn ich jetzt ungefähr weiß, wie groß die Stadt ist, halte ich es überhaupt für technisch möglich, so viel Wasser ranzuschaffen? Auf profanem Wege wird das sehr, sehr schwierig. Also du weißt, dass ein normaler Mensch ganz grob 2 Liter am Tag braucht. Mehr ist besser, weniger geht auch. Perikum hat 13.000 Einwohner. So, jetzt bei 13.000 ist es egal, ob da noch irgendwie 2, 3 Schiffe liegen, das ist egal. Aber 13.000 mal 2 sind 26.000 Liter, beziehungsweise so ein Fass fasst dann 50 Liter. Das sind schon viele Transportstrecken. Also es ist machbar, aber sehr aufwendig. Mit Kamala Hilfe ist sowieso alles möglich. Auch wenn du einen Effertgeweihten hast oder so, der dir Wasser einsegnet oder entgiftet, das wäre auch noch eine Option. Aber in solchen Mengen brauchst du mehrere Ferdis. Ja, es wurde ja auch gesagt, dass das Wasser von etwas weiter flussaufwärts kommt. Da ist dann natürlich auch gerade bei 26.000 Litern, ist da jeder Meter, den du mehr machst, kostet unglaublich viel mehr Geld. Naja, also. Naja, ich mach mal den Paligan wach. Will irgendwer mitkommen? Ja, ich denke, es ist noch nicht so spät, dass wir nicht mehr bei ihm auftauchen können. Ich denke auch. Ja, Diamantis, du hattest einen Jungen geschickt, der ist auch losgelaufen. Und je nachdem, ob du an Bord bleibst oder irgendwas anderes tust, könnte der dann auch Meldung machen. Ich würde nicht an Bord bleiben. Ich würde mir die Meldung des jungen Stern hören. Beziehungsweise wird er dann dem Deckoffizier Meldung machen müssen. So viel soll er doch mittlerweile verstanden haben. Mhm. Und ich möchte mich selbst ein wenig durch die Stadt begeben. Und zwar herausfinden, wo das Anwesen von Marex ist. Und mal schon ein wenig für den Bruchmorgen auskundschaften. Ja. Das wird dir auch sehr schnell klar gemacht, egal wen du fragst, die wissen es. Direkt gegenüber vom Grafenpalast findest du das Kontor von den Marices. Findest du auch die Kontore von Klande und von Störrebrand. Es gibt wohl auch noch 2 weitere kleinere, nicht Geschäftsräume, sondern Unterbringungsmöglichkeiten, aber dir wird sehr schnell klar gemacht, dass das in dem insgesamt 4-stöckigen Geschoss sowohl die Waren von den Lagern als dann eben auch gewohnt wird. Und wenn du dich umsiehst, was auch erstmal nicht wirklich das Problem ist, direkt über vom Markgrafenpalast, du siehst, dass zur aktuellen Stunde der Hof wohl mit einem Tor verschlossen ist. Du erkennst da dann auch 2 Söldner, die im Inneren des Hofes stehen, wenig beleuchtet. Und es gibt auf der anderen Seite noch eine Veranda, die könntest du betreten. Die Tür zum Lager ist aber geschlossen und auch da warten 2 Söldner vor.
die sich leise unterhalten. Mhm. Und wie nah ist das Gebäude zu den anderen Kontoren links und rechts daneben, beziehungsweise dahinter? Also das ist jetzt gerade wirklich so ein bisschen freistehend. Das kannst du dir, Moment, Steuerung F, das kannst du dir hier angucken. Das hier ist das Kontor von den Marizes. Und hier ist dann eben der Markgrafenpalast, der natürlich ein bisschen größer ist. Und dann zu den anderen Seiten, auf der anderen Straßenseite stehen dann die Kontore der anderen. Also es ist definitiv größer als die anderen, auch größer als Störrebrand. Aber das war ja sowieso schon irgendwie zu erkennen, dass die Marizes hier am meisten Geld und Einfluss haben und ja fast so mächtig sind wie der Markgraf selbst. Geld haben eben. Die stehen hier also sehr zentral und prominent und die Strecken sind wahrscheinlich unüberwindbar von anderen Gebäuden aus. Zum Drüberspringen. Das müsstest du mal nachmessen. Also eine Straßenbreite sind ganz grob, ich sag mal, 6 Meter geschätzt. Damit da eben zwei Wagen aneinander vorbeifahren können, wirst du so ganz grob 6 Meter rechnen. Du siehst da auch Brunnen, wo dann eben auch Wachen davor stehen. Du könntest aber auch in einem verborgenen, wenn es dunkel genug ist und die Wachen gerade unaufmerksam sind an den Brunnen, dann könntest du dich da auch nach oben irgendwie schleichen. Da ist also, da patrouilliert Stadtwache, selbstverständlich, aber da ist kein Dauerbetrieb. Okay, also ich springe mit dem Gurgelum um den Hals die 6 Meter locker. Wollte ich, aber der gute Boltax wahrscheinlich nicht. Boltax hat ein Problem, ja. Ich glaube, mit den bizarren DSA-Sprungregeln kann das jeder springen. Moment, es sind nur 6 Meter zum Springen. Du kannst auch fliegen oder levitieren, ich weiß nicht, was dir da einfällt. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber gucken wir dann, wenn es soweit ist, wenn ich Bescheid weiß, weil momentan ist mir dieses Problem ja noch gar nicht gewahr. Genau, das ist für ein, also gut, klar, mit dem Gurgelum wirst auch du die 6 Meter schaffen, Boltax sicherlich nicht, ja, aber das ist erstmal das, was du sehen kannst. Das ist ein Zeughaus, ist das ebenfalls bewacht, wie genau ist das da? Welches? Wo? Die 23, direkt unter Marix, südlich. Das ist ein Zeughaus, genau. Da werden die anderen ihre Waren untergebracht haben. Erkenne ich das richtig? Das hier scheint mir ein bisschen ründlich zu sein. Ist das ein Turm, der in die Höhe ragt? Das ist ein Turm, ja. Gut, dann wär das tatsächlich eine gute Gelegenheit. Dann würde ich... Mal schauen. Zeughaus der Stadt, in dem auch die Stadtgarde untergebracht ist. Aha. Oh, okay. Über dem Vielleicht. All dem thronte der wehrhafte wie prächtige Grafenpalast. Residenz vom Markgraf Rondrigan Paligan. Das ist dann rechts daneben. Also, du kannst natürlich versuchen, auf das Zeughaus, wo dann eben auch die Stadtgarde untergebracht ist, nach oben klettern. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ja, das bezweifle ich auch ein wenig. Vor allem, vielleicht lässt sich mit Paligan da was machen, aber erst einmal nicht. Ja, dann würde ich mir noch beschauen, ob das hier eine so liebe Möglichkeit wäre, was das für Gebäude sind, was das für Kontore sind und inwiefern die auch bewacht oder bekletter möglich sind. Ja, da könntest du auch von der anderen Seite ja auch kommen. Dann kannst du über die ganzen Dächer hier steigen oder du gehst über so einen Baum in dem Innenhof, gehst dann hier hoch. Das geht auf alle Fälle. Das ist gerade mit dem Gurgelum um den Hals, das heißt sowieso irgendwie alles ein bisschen einfacher, sich da hochzuziehen. Aber selbstverständlich gibt es da Vorwachen und es gibt auch da drin Wachen. Wenn du würdest sagen, hier hinten irgendwie auch draufsteigen in der Dunkelheit, dann kannst du über die Dächer klettern und dann kannst du hier rüberspringen. Genau, deswegen schaut sich Diamantus dann auch nicht nach körperlichen Voraussetzungen oder was mach ist, um so lange, wo er am besten unentdeckt langkommt und wenn das alles zusammen ist. Ja, dann wird Diamantis einige Stunden verbringen, eben sich hier umzuschauen, auch vom Weiten, vom Platz aus, das Kontor im Auge zu behalten, wer da ein- und ausgeht.
Und nach einigen Stunden, wenn die Laternen mittlerweile schon an sind und es absolute Finsternis ist, wird sich Diamantis auch zurück zum Schiff begeben. Ja, du siehst relativ wenig Bewegung im Inneren. Mal geht ein Licht an, mal geht ein Licht aus. Was du sehen kannst, ist, dass im zweiten Obergeschoss, also fast ganz oben, da sind wohl Fenster offen und auch Licht an in dem Raum. Keine Bewegung, aber das Licht an und die Fenster sind offen. Im Obergeschoss? Im zweiten Obergeschoss hier. Moment, hier. Beziehungsweise hier. Okay. Gut. Dann wollt ihr wieder zurück auf... Nein, ihr wolltet zum Markgrafen. Da könnt ihr dann davor stehen und die Wachen werden euch erst einmal abweisen. Halt, keinen Schritt weiter, was wollt ihr? Das hatten wir doch schon. Wir waren heute schon einmal hier. Das ist richtig, aber zu einer anderen Stunde. Kommt morgen wieder. Der Markgraf wird doch wohl kaum schon zu Bette gegangen sein. Wir haben die 21. Stunde. Wenn er noch... wenn er seine Ruhe... Ist es etwas wirklich Dringendes? Ja. Es geht um die Brunnen der Stadt. Ach, nicht das auch schon wieder. Ja. Also gut. Nur weil ihr es seid. Kommt mit rein. Hab Dank. Jo, dann wird er euch nach oben führen und... es dauert einen Moment, ihr könnt dann erkennen, wie Rondrigan Paligan im Nachtgewand mit so ein paar Sternen darauf und so einem Hut für seinen Kopf aus Filz kommt er dann zu euch, zieht sich nochmal seinen Bademantel so ein bisschen fester, beziehungsweise sein Nachtgewand so ein bisschen fester, mit einem Knoten wird das dann gegürtet und deutet dann auf die gemütlichen Sessel am Kamin, damit er sich selbst dort niederlässt und schürt nochmal so ein bisschen das Feuer nach. Späte Stunde, aber euch empfange ich trotzdem gerne. Oh, verzeiht, wir dachten nicht, dass ihr tatsächlich schon auf dem Weg ins Bett wärt. Nur es war ein anstrengender Tag. Ja, man kann es euch nicht verdenken. Ich nehme an, man hat euch schon über diese Sache mit den Brunnen in Kenntnis gesetzt. Ja, das ist tatsächlich seit heute Morgen an mich herangetragen worden. Wir hatten Berichte von verschiedenen Quellen in der ganzen Stadt, dass Leute krank geworden sind und die einzige Spur, die wir irgendwie hatten, ließ sich auf die Brunnen zurückverfolgen, weshalb mir auf Anraten wir haben die Brunnen erst einmal sperren lassen und verteilen das Wasser von weiter außerhalb. Da bin ich doch auch Ola Marix relativ dankbar, dass das alles relativ schnell ging. Seid ihr das? Ja. Nun, ich würde in diesem Falle fragen, cui bono? Er verdient gerade nicht schlecht daran, dieses geklärte Trinkwasser unter die Leute zu bringen. Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin auch immer ein ganz großer Freund davon, zu fragen, wem es denn nützt. Da mögt ihr wohl recht haben. Aber zurzeit, wenn die Brunnen tatsächlich vergiftet sind und meine Alchemisten haben das bestätigt, dann bin ich darauf angewiesen, dass solange die Brunnen verunreinigt sind und ich irgendwie Wasser bekomme. Erfreulicherweise bin ich ja hier. Ich kann mir das mit den Brunnen ohne Probleme einmal ansehen und sie, denke ich, auch reinigen. Alle? Nun, es ist doch wahrscheinlich dann ein Problem des Grundwassers, nicht wahr? Genau das. Nun, ja, dann denke ich, dass das kein Problem darstellen sollte. Nun, dann freue ich mich, dass ich euch rechtzeitig in der Stadt begrüßen durfte. Wenn das Problem tatsächlich so einfach ist und sich am gleichen Tag lösen lässt. Euer Hauptmann brauchte nur eine Bestellungsurkunde, dass ihr mich bestellt, um mich der Sache anzunehmen. Und deshalb sind wir noch einmal zu euch gekommen. Ja, wir würden gerne. Ja, wir würden gerne ein paar Nachforschungen anstellen. Das werden die Eferis der Stadt aber sicher auch schon getan haben, oder? Selbstverständlich. Gibt es Hinweise auf eine Charybdide-Verseuchung oder ist die Vergiftung profaner Art? Diese Information kann ich euch nicht geben. Was soll denn das heißen? Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Was könnte es... Warum nicht?
Das würde die Bevölkerung verunsichern. Gut. Ja, und ich bin die Bevölkerung neuerdings, oder? Warum ist das ein Problem? Rafim, wenn euch jemand fragt, dann sagt ihm doch bitte genau diese Antwort. Könnt ihr euch den restlichen Teil nicht selbst denken? Er sagt ja. Ich sage nein. Ich sage, die Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Aber natürlich. Deswegen bekommt ihr von mir keine Antwort. Keine Sorge, wir werden eure Bevölkerung nicht verunsichern. Das möchte ich auch. Selbst wenn Boltax Erfolg haben sollte, wenn jetzt Gerüchte in Umlauf kommen, allein diese Frage zu stellen, ist schon schwierig für mich. Er reibt sich mit seinen Fingern über die Schläfen. Dass ihr genau immer mit eurem Finger in die Wunde bohren müsst, Sulamin. Eure ganze Heldengruppe. Völlig egal, wer euch anführt. Ob es gerade Abelmir ist oder Yalan oder wer auch immer. Ständig legt euren Finger in die Wunde. Ja, Sulamin, Einfühlungsvermögen. Vielleicht könntet ihr... Ich weiß, ihr habt es nicht leicht mit uns. Und Sulamin steht auf und massiert ihm ein wenig die Schultern. Oh, danke. Aber ihr müsst uns wirklich nur dieses Schreiben ausstellen und dann werden wir uns der Sache annehmen. Ihr bekommt das Schreiben. Noch einmal. Es gibt zahlreiche Hinweise und Indizien darauf, dass die Marizes Unbill treiben. Aber ich bin auf sie angewiesen, solange diese Scheiße nicht geklärt ist. Verzeiht mir meinen Ausdruck. Es war ein langer Tag. Naja, es gab ja noch nie mal eine Schlacht, also es kann ja immer noch schlimmer werden. Denk positiv. Ich möchte nicht, dass ihr irgendjemanden aufhetzt und eine Schlacht im Inneren von Perikum anzettelt. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es könnte noch schlimmer werden. Afim, lasst es einfach. Afim, Einfühlungsvermögen. Also ich fand dich war sehr aufbauend. Ja, warst du. Aber manche Leute sehen die positive Seite nicht immer herausstechen. Rondrigan, jedenfalls vielen Dank dafür, dass du uns noch einmal zu so später Stunde empfangen hast. Ich hoffe, dass sich morgen die Sache mit dem Brunnen geklärt hat. Wie gesagt, meine Erfertigs sind da ebenso dran, aber... Einen Moment. Er streift die Finger von Sulamin ab, erhebt sich, geht an eine große Kommode, zieht wieder dran, kritzelt etwas mit einem Tintenstift auf den Zettel, unterschreibt, drückt sein Siegel drauf und gibt dir dann den Zettel. Ja, vielen Dank. So, damit bist du im Prinzip Mitglied, nicht der Stadtwache, aber für den Zeitraum von einer Woche wurdest du zur städtlichen Inquisition berufen, sodass du die Brunnen untersuchen darfst. Okay, alles klar. Perfekt, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Okay. Dann könnt ihr allesamt wieder auf eurem Schiff zusammentreffen. Diamantas bekommt die Meldung, dass ihr wart wohl das letzte Schiff, was die Leute angefahren haben. Danach wurde nichts mehr angefahren, weil ihr einfach... es sind nicht viele Schiffe da. Perikum ist ein sehr unlukratives Ziel geworden. Ihr wart am weitesten im Osten gelegen, stromabwärts. Und der Junge hat aber gefragt, ob die anderen Schiffe vorher noch was bekommen haben, und die haben auch was bekommen. Allerdings waren die wesentlich kleiner und haben wesentlich weniger Fässer bekommen. Eure Fässer wurden untersucht, sowohl profan als auch mit anderen Mitteln, also alchemistisch und auch von den Terboniten, und das ist normales Trinkwasser. Guter Junge, das... Der darf sich von Selchion eine Zuckerrübe geben lassen. Oh. Ja, so könnt ihr sehr übermüdet, vielleicht noch vom kalten Nachtwind, noch ein bisschen wach gehalten, aber ihr sitzt dann wieder in der lauschig warmen Kajüte von Sulamin. Eure Augen fallen euch sicherlich auch bald zu, aber noch ein letztes kleines kurzes Gespräch vor dem Zubettgehen könntet ihr noch führen. Wie sieht das aus, Diamantas? Denkt ihr, wir können das morgen durchziehen? Sollte ich die Einladung bestätigen?
Ich habe nichts in Erfahrung gebracht, was dagegen sprechen könnte. Ich habe einige Möglichkeiten gefunden, dass man da, dass wir da reinkommen. Vor allem mit Boltags Zauberkräften lassen uns sich doch sicher eine körperlichen Einschränkungen irgendwie wettmachen. Inwiefern körperliche Einschränkungen? Nun, ich bin in der Form meines Lebens. Wir können da sicher ohne Probleme hin, aber wir müssten ungefähr 6 Schritt springen, wenn nicht 7. Können wir nicht einfach durch die Vordertür reingehen? Die wird bewacht. Es gibt zwar noch eine, jeweils 2 Söldner sind, stehen da. Es gibt noch einen Eingang, einen weiteren Eingang zum Lager, aber da stehen auch 2. Ja, aber die kann ich doch schlafen legen. Wie lange würden die dann schlafen? Nun, lange genug. Wenn sie nur dastehen und sich langweilen und nicht in Erregung sind, dann schlafen sie mehrere Stunden, wenn nicht. Würde es dich da auffallen, wenn die Wachen einschlafen und nun ja, der Stadtwächter, der hier auch durch die Straßen patrouilliert, diese Wachen schlafen verfindet? Nun, sie würden ja gewissermaßen zurückgelehnt an der Wand schlafen. Es würde von Weitem so aussehen, als sie sagten ja nicht, ich will sie ja nicht ohnmächtig zaubern. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder ich kann sie natürlich einfach versteinern für eine gewisse Zeit. Das sieht man von außen kaum. Und nun ja, wir gehen rein, ganz entspannt, machen das, was wir machen wollen, kommen wieder hinaus. Wir würden aber auch einen Vorteil aufgeben, wenn wir nicht durchs Dach einsteigen würden. Denn dann wissen wir unsere Gefährten unten und wir sind oben. So können wir 2 Seiten gleichzeitig. Könntet ihr Boltags nicht durch das Erdreich reisen, wie ihr so oft betont? Ja, ja, das natürlich. Aber dann wäre ich ja ganz unten und nicht unter dem Dach. Könnt ihr euch nicht in einen Vogel verwandeln? Nein. Frosty, habe ich den Wachwechsel noch mitbekommen? Es gab keinen. Es gab keinen. Und wie lange stand ich da? 4-5 Stunden? Meinetwegen. Okay. Also in den ganzen 4 Stunden, die ich sie beobachtet habe, gab es kein einziges Mal Wachen, die abgewechselt haben. Also die beiden oben auf der Veranda, die sahen relativ aufmerksam aus. Hier unten im Hof waren noch welche, die waren gelangweilt. Wobei das Hoftor ist aber auch abgeschlossen. Also da ist ein Schloss vor, du kannst da durch das Gitter kannst du durchgucken. Da siehst du die, aber wenn du... also die haben da einfach wenig zu tun. Wir können entweder wir gehen durchs abgeschlossene Hoftor. Ich denke, das kriegen wir sicher irgendwo auf. Die Wachen da schienen mir doch relativ gelangweilt. Oder wir gehen den Weg über die Veranda. Die Wachen schienen mir aber doch aufmerksamer. In welche Richtung war die Veranda, wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen? Ja, das kannst du dir im Prinzip aussuchen. Also hier auf der Seite, wenn ich mir das aufsuchen kann, dann... Ja, also Veranda nach da vorne und das Hoftor dann nach hier hinten. So würde ich es jetzt legen. Damit hätten die aber von der Veranda aus auf diese Dächer hier sehr guten Blickwinkel, oder nicht? Ja, die stehen aber... die Veranda ist aber... Du kannst die angucken. Steuerung F, die Veranda hier ist nur im Erdgeschoss. Direkt darüber findest du dann... Können die gar nicht gut hochgucken. Die können nicht gut nach oben gucken, es sei denn, sie stehen direkt am Geländer. Dann ja, aber wenn die da stehen, dann bewachen die erstmal nur diese Tür. Hier könntest du rein, aber über die Dächer, wenn die da... kommst du schon vorbei. Könnt ihr nicht ein Seil mit einem Wurfanker auf das Dach der Mark schmeißen und dann mit dem Seil das Seil überqueren?
Ich hätte auch sicher kein Problem, die Strecke zu sprengen und dann so an der Fassade hochzuklettern. Wenn Boltag seine magische Möglichkeit hat, auf das Dach zu kommen, dann ist das gar kein Problem und wir brauchen da gar nicht mehr drüber zu sprechen, weil die Leute an der Veranda würde ich ungern ausschalten oder auch nur bewusstlos machen, denn die stehen da relativ prominent, man kann die gut beobachten und wenn die fehlen, fällt das auf. Meine magische Möglichkeit ist etwas einschneidender. Ich weiß nicht, aus welchem Stein das Haus gefertigt ist, aber ich könnte mir eine Treppe bis nach oben schneiden. Nur ich glaube, das dauert lange und man sieht es im Nachgang.